jetzt, glaube ich, funktioniert. Ja, vielen Dank für den Applaus. Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Ich freue mich besonders, dass unser Bürgermeister Rüdiger Gennes heute Abend hier im Auditorium ist. Ja, 40 Jahre. Ich möchte Ihnen aber kurz berichten, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mit Trompete angefangen habe in dieser Form. Ich war 16 oder 17 Jahre alt und war Schüler an der Musikschule Gummersbach und hatte dort Unterricht bei einem pensionierten Militärmusiker, wie man früher zu sagen pflegte, Karl-Heinz Petzold. Er war erster Trompeter im Stabsmusikchor gewesen. Entsprechend waren seine Unterrichtsmethoden. Die Begriffe könntest du mal oder bitte das so machen, die waren im Unterricht fremd. Es ging nur im Imperativ. Bitte das, fertig, aus, Schluss. Hat mir sehr gut getan, muss ich sagen, vielleicht manchem heute auch. Und zu einer der Unterrichtsstunden kam ich wieder, da sagte er zu mir: Markus, heute war der Ullmann hier, vielleicht einigen von Ihnen noch im Begriff, Werner Ullmann, Urgestein der bergischen Musikgeschichte, kann man sagen, hat lange Jahre das Kammerorchester geleitet und die Kantorei in Gummersbach, der war bei ihm gewesen und hatte gesagt: Herr Petzold, ich möchte den Messias, einige Chöre aus dem Messias aufführen im Bühnenhaus. Dafür brauche ich zwei Trompeten. Und er hatte gesagt, kann der Müller machen. Ja, im Unterricht sagte er mir dann, immer Markus, der Ullmann war da, ich habe dem gesagt, dass du zwei Chöre im Messias spielst und dein Kollege kann die zweite machen. Aber Herr Petzold, das möchte ich eigentlich nicht. Das schaffst du schon, spielen wir die nächste Nummer. War das Thema durch. Da habe ich gedacht, gut, wenn ich nach Hause fahre, kläre ich das erstmal mit meinem Vater ab, dann kann der dem sagen, wer hier Messias spielt oder nicht. Ich kam nach Hause. Ja, Papa Müller sah das wie Petzold. Er sagte, ja, das ist doch wunderbar, ist doch eine tolle Chance. Alle hatten sich gegen mich verbündet. Mein letzter Versuch war der, zu sagen, ich kann das nicht spielen, weil ich dafür eine Piccolo-Trompete brauche und ich hatte nur eine B-Trompete, da kann man das nicht drauf spielen. Mein Vater, ja, ja, wir sehen mal. Ich hatte Geburtstag, was lag da? Die Piccolo-Trompete. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab kein Zurück mehr. Aus dieser einen geplanten Aufführung im Bühnenhaus mit Ullmann wurden 3 oder 4. Wir als 16-Jähriger oder 17-Jähriger waren natürlich die Attraktion, eine Zugabe war nicht möglich, weil der Ansatz dann weg war und das Halleluja zum Schluss gespielt worden ist, mussten wir stets nach vorne kommen und bekamen dann den Sonderapplaus. Und in einer dieser Veranstaltungen saß damals Dr. Manfred Richter, der Vorvorgänger von Peter Fischer, der diese Reihe hier organisiert hatte. Und dem hatte das so gut gefallen und hat dann den Kantor Hans Wülfing angerufen, ob der sich vorstellen könnte, mit einem jungen Trompeter aus Heidberg nicht mal ein Konzert hier in Eckenhagen geben zu können. Der Hans ist auch heute Abend da. Hans, du bist schuld, dass das gekommen ist. Da ist er. Und so ist das gekommen, dass ich dann als Teenager hier das erste Konzert geben durfte. Soweit die Historie. Es geht jetzt weiter mit Orgel und Annemarie Serenberg. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Ja, so geht's besser. Das war vor 40 Jahren auch anders. Heute muss man sich bei der Brille entscheiden, ob man die für die Noten haben will oder für den Dirigenten. Ich habe mich für die Noten entschieden. Ja, das zuletzt gespielte Stück von Neruda ist eines von drei Werken aus dem klassischen Trompetenrepertoire. Das ist einmal Hummel, Haydn, Neruda. Das sind diese drei Werke, die eigentlich zum Solistenprogramm gehören aus jener Zeit. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass diese Stücke eine Kadenz haben. Kadenz, das ist der Bereich, wo die Begleitung, normalerweise ist das Orchester oder Klavier in dem Fall, das sind Stücke, die nicht so geeignet für die Orgel sind, wo dann Orchester oder Klavier Pause hat und der Solist zeigen kann, was er kann oder nicht kann. So, jetzt geht's aber weiter mit Annemarie an der Orgel, und zwar ein Stück von Herrn Widor. Das ist ein Stück, da kann man immer sehen, ob die Orgel leistungsstark ist oder ob irgendwann die Windmaschine es nicht mehr schafft. Viel Vergnügen beim nächsten Stück. Thank you.
Thank you.
jetzt geht's. Vielen Dank für den Applaus. Ja, wir geben noch eine Zugabe. Wer beim letzten Konzert im vergangenen Jahr hier in Eckenhagen war, der weiß, dass Annemarie sehr gerne und sehr gut Trompete spielt. Aus diesem Grund werden wir nun ein Trompetenstück für zwei Trompeten spielen, aber damit nicht genug. Wir brauchen eine Begleitung. Und was liegt da näher, meine Damen, meine Herren, dass der Mann, der mir das ermöglicht hat, hier das erste Mal zu spielen, heute wieder die Begleitung übernimmt, Hans Wülfing. Lieber Hans, ich darf dich nach vorne bitten. Ja, meine Damen und Herren, es ist schon was Besonderes, nach 40 Jahren hier zu stehen und dem Markus zuzuhören. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 40-jähriger jubilierender Trompetenmusik von dir. Herzlichen Dank für alles, was du gemacht hast. Wer weiß, was dazu gehört, so auf dem hohen Niveau zu spielen über solche lange Jahre. Dann kann ich dem da gerade sagen, wie das funktioniert. Vor dem Frühstück wird erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde oder mindestens eine Stunde geübt, vor dem Frühstück, vor der Arbeit, jedes Jahr, jeden Tag, im Urlaub. Du kannst das gut nachvollziehen hier als deine Ehefrau, was das bedeutet. Aber ohne dieses Training kann man dieses Niveau nicht halten. Und dass du das bis heute geschafft hast, ist unfassbar. Super, Markus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, vor 40 Jahren, wie wir das erste Konzert hier gespielt haben. Für mich war das natürlich auch was Besonderes, hier in Eckenhagen zu spielen. Das war mein erstes Konzert. Ich kann mich noch genau daran erinnern, welche Stücke ich gespielt habe. Und du hast in der Zeitungsinterview auch gesagt, dass du an deinen Vater dich erinnerst. Ich weiß, sie saßen da oben und guckten zu, ob der Sohnemann auch wirklich alle Töne richtig spielt. Das hat er wirklich gemacht. Also das ist doch sehr in Erinnerung, auch wenn viele Konzerte, die wir gemeinsam in den vielen Jahren gemeinsam gestaltet haben, nicht mehr so ganz präsent sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern, Weihnachtsoratorium hier, du warst mit deinem Lehrer aus Köln, der Herbert Lange, ne, hat erste Trompete gespielt, du dann die zweite und die dritte wurde dann von jemand anders gespielt. Viele Erinnerungen verbinden uns und du hast dich für die Kirchmusik und für die Musik in Oberbergischen verdient gemacht. Dazu möchte ich dir ganz herzlich gratulieren und Dank sagen, auch im Namen aller ehemaligen und jetzigen Kollegen. Und toll, dass mit Annemarie Serenberg die Arbeit so fortgesetzt werden kann hier. Also nochmal herzlichen Dank für das schöne Konzert und jetzt geht's die Zugabe.